Chasing miracles, no, that's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Cause I don't go chasing fairy tales, no, that's not how my story goes. I've been down this road before, I've seen the fall. Every time I've let you in, you've let me down. And the people who say that it's magical, no, that's just how their story goes. Tell me if I let you in, will you be my fool? No, I won't fall for you. So, willkommen zurück zu einer neuen POV-Folge. Und wie ihr im Intro gesehen habt, fahren wir heute einen Mazda. Allererster Mazda, den ich fahre, und es ist der CX3 150 oder Skyactiv G150, 150 PS aus 2 Liter Hubraum, maximales Drehmoment 204 Newtonmeter bei 2800 Umdrehungen, 150 PS bei 6000 Umdrehungen, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h und 0 auf 100 mit dem Allrad in 8,7 Sekunden. Den CX3 gibt es in der Schweiz mit dem kleineren 120 PSer ab 21.300 Franken. Den wir hier haben, der fängt in der Ambition-Version bei 29.650 Franken an. Dazu kommen die 6 Stufen Automatik für 2,6. Das Navigationssystem, ich schalte mal um, für 700 Franken. Metallic-Lackierung und einige andere Annehmlichkeiten. So, was kann ich euch über das Auto sagen? Ich packe mal das Telefon weg, damit es nicht hin und her flattert. Ich finde es vom Design her ganz cool. Hier in einer dunklen Variante ist nicht ein Schwarz. So ist es ähnlich wie ein Schwarz. Und wir machen erstmal Sport an. Sport! Und los geht's. So, bei Sport verändert sich was? Nur die Charakteristik des Motors und das Schaltverhalten. Das heißt, er schaltet später hoch und schaltet später runter, beziehungsweise früher runter. Also, ihr wisst, was ich meine. Er fährt die Gänge einfach länger aus. Ich versuche es mal in einer anderen Kurve später, da könnt ihr das nämlich auch sehen mit Zwischengas, soweit ich das gemerkt habe. Sonst Verbrauch hatte ich bei dem Ding auf der anderen Seite von der Bucht, da hinten, auf der Autobahn, lag ich bei 6,6 Litern und dann so mit Stadt und hier so waren es dann 7,6. Das heißt, er lässt sich eigentlich sehr sparsam fahren für ein Auto mit 150 PS und 2 Liter Hubraum. Das finde ich auch noch gut bei Mazda oder bei dem Modell hier. Es hat nicht dem Downsizing-Wahn oder ist nicht dem Downsizing-Wahn gefolgt, sondern wir haben noch gute 2 Liter Hubraum. Habt ihr es gehört? So, und wir sind schon bei 80,8 km/h.
auch selber schalten. Wir haben die manuelle Funktion. So, das war jetzt nur mal so zum sportlich fahren. Sport aus. Wir fahren gemütlich weiter. So, wie ihr seht, wir haben mittig angelegten Tacho. Links davon haben wir einen digitalen Drehzahlmesser mit Reichweite, Entschuldigung. Ich werd immer mehr schweizerisch. So zwischendurch kommen wieder Schweizer Begriffe raus. Also, hier ist ein bisschen enger. Wie gesagt, da haben wir noch den Tachostand, automatisches Licht. Hier haben wir alles voll LED-Licht mit Fernlicht und Tagfahrlicht. Rechts haben wir den kleinen Bildschirm. Ich drehe mal hier ein bisschen, damit es ein bisschen heller ist. So, jetzt sehen wir es. Rechts den Bildschirm, da haben wir ja, Informationen wie Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Temperatur, Sprit, also Tankvolumen, Durchschnittsgeschwindigkeit, Momentverbrauch und so weiter und so weiter. Die ganzen Gimmicks, die man sonst so kennt. Touchscreen Navi, aber nur wenn man steht. Wenn man fährt, muss man das über dieses Drehrad hier bedienen. Wir haben Shortcuts-Button für Navi, Menü, da können wir dann reingehen und da habt ihr dann so Verbrauchsanzeige, Dings da Bums da. Wie gesagt, auf der Fahrt jetzt eben 8,4 Liter oder seit ich angefangen habe, seht ihr dort. Dann gibt es noch eine andere Anzeige mit IE-Loop. Das ist Bremsrückgewinnungsenergie und damit speist er Verbraucher wie Klimaanlage, Batterie und so einige andere Sachen. Ja. Moment, ich gehe mal runter. Wenn ich jetzt bremse, seht ihr, das fließt rein. Wenn ich Gas gebe, geht es auf die Reifen. So, und das dritte Fensterchen oder Menü ist diese iStop. Der hat nämlich eine Start-Stopp-Automatik und ihr seht, wir haben ganze 50 Sekunden war Start-Stopp-Automatik an. Wir standen 6 Minuten 55. Gesamter Bereich mit iStop 0,8 Kilometer. So, Tempomat rein und wir haben bisher 0 Bäume gerettet. Ich weiß nicht, wie viel man fahren muss, bis man ein paar Bäume rettet. Aber es soll ja ein bisschen so animieren, damit, ja, damit man ökologischer fährt. Ne? So, das ist der Thunersee. Wie ihr seht, heute ein bisschen rough. Wir haben hier ein bisschen Unwetterwarnung. In Grindelwald sind Bäume umgefallen. Und in Meiringen herrschen Windtemperaturen zwischen 80 und 100 km/h. Hier ist immer nass. Das ist wirklich saugefährlich für Motorradfahrer. Also wenn ihr hier TÜV fahrt oder Motorrad in der Bucht zwischen Interlaken und Thun, seid darauf vorbereitet. Da ist immer nass, auch im Sommer. So, jetzt sieht man ganz gut im Tunnel den Tacho. Am Lenkrad haben wir hier so ein bisschen carbonmäßigen Look. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Links haben wir die Bedienelemente für Radio, Sender, Lautstärke, Bluetooth. Und rechts haben wir für den Tempomaten und den Speedlimiter. So, machen wir Cruise Control. Wir haben das Lenkrad, können wir in der Höhe und in der Tiefe verstellen. Hallo. Spurhalteassistent, der aber nicht eingreift, sondern nur warnt. Das könnt ihr fein, mittel oder ganz wenig einstellen. Klimaautomatik, beheizte Sitze hier, seht ihr, in 3 Stufen für Fahrer und Beifahrer. Unten Navi-Slot. Und jetzt gehen wir mal hier auf diesen Öko-Dings drauf. Warte mal kurz. Da ist er. Anwendung, Verbrauchsanzeige. So, da seht ihr jetzt. 54 Sekunden und so weiter und so weiter. Und dann seht ihr, wie viel wir ja saven, sparen. Ja, und dann habt ihr diese Prozentanzeige hier. Wie gesagt, die Displays links, rechts sind ein bisschen schwierig lesbar, da sie digital sind, wenn die Sonne so drauf scheint. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt oder nicht. Und ja, hier noch so ein bisschen Carbon-Look. Unten haben wir Traktionskontrolle an, aus. Reifendrucksensor, I-Stop-Off und Lane-Departure. Wie gesagt, ups, jetzt habe ich Lenkrad berührt, jetzt geht er schon wieder an. Was komisch ist, wenn ihr leicht auf der Bremse steht, dann geht diese Start-Stopp nicht an. Ihr müsst richtig reindrücken und dann geht es erst an. Habe ich so noch nicht gesehen. Eigentlich ganz, gar nicht schlecht, weil wenn man so ein bisschen nur bremsen will, ohne dass man sich bewegt, ist das ganz lustig. Nicht lustig, aber so halt effektiv. Wenn man wirklich sparen will, dann muss man halt nicht auf die Bremse gehen. Also Navi, SD-Karten-Slot, 2 USB AUX und 12 Volt Anschluss. 6 Gang Automatik, wie gesagt, stufenlos mit manueller Funktion.
der Biker konnte nicht mehr warten. Ansonsten hier ein Handschuhfach, eine eingemachte gute Größe, Becherhalter und noch so ein kleines Ablagefach hinten, wo die hinteren Passagiere ran können. Jetzt können wir wieder aus dem Menü hier rausgehen und Navi wieder anmachen. Wir haben ein... Schilder... Wir haben keine Schildererkennung, wir haben einfach nur von der Navi her programmiert den Speed in der Version des Navis natürlich. Ne? Wir haben ein Radarsystem. Hier in dem Auto haben wir City-Not-Stopp-Assistenten. Ungefähr so heißt das. City-Notbrems-Assistent. Das heißt, bis 30 km/h erkennt er vor einem mit der Kamera, ob irgendwas ist. Und wenn man nicht aufmerksam ist, und tätigt selber die Bremsung ein oder betätigt selber die Bremsen. Und auch bis zum Stillstand versucht, den Unfall zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren. Ja, preislich, wie gesagt, 21.300 für die Kleinen, der 29.650 plus halt das ganze Zeug, was dazu kommt. Finde ich, kann sportlich bewegt werden. Machen wir mal Sport. Er hat wenig Seitenneigung. Allrad hat guten Grip. Und es lassen sich natürlich bessere Kurvengeschwindigkeiten erreichen. Wobei der halt ein bisschen höher ist. Er ist basierend auf einem Mazda 2 von der Größe her. Ist etwas geliftet, also etwas höher. Finde ihn aber halt vom Design her wirklich ganz cool. Und es ist auch genügend Platz hinten drin. Also es ist kein kleines Auto. Ich finde ihn nicht schlecht. So, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Subscriben, liken, teilen. Oben rechts findet ihr noch andere Videos, die ich so empfehle. Die anderen POV-Videos. Oder mal was anderes, weiß ich jetzt nicht, was ich da verlinke. Und ja, Support ist kein Mord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, kommentiert einfach unten. Schreibt, was ihr dazu sagen habt und was ihr denkt. Eine Sache noch. Oh, dieser 50, es warnt mich, das ist auch ganz gut. Die Navi, das ist halt so was Neues, was die Hersteller auch mal mehr und mehr machen. Das heißt, bei dem Auto ist das Navi immer drin. Aber wenn ihr es nicht bestellt, dann habt ihr zwar den Screen in der Version jetzt hier. Es gibt noch die kleine Einstellung, hat einen kleinen Screen hier. Da hat natürlich nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel das Auto mit diesem Screen, ab der Ambition hat das nämlich diesen Bildschirm hier, diesen Touch-Bildschirm, bestellt ohne Navi, könnt ihr das später noch nachbestellen. Kostet aber mehr, als wenn ihr es gleich mitnehmt. Ja? Nur so als Info. So, Tempomat auf 60, Klima ein bisschen runter. Und ja, das war's. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!